Okay, 3, 2, 1. Hey Leute! Es war so klar. Warum? Alter, das war so offensichtlich. Ah, geil. Okay, hey Leute, und willkommen zu einer neuen Folge von ETS 2 zusammen mit Jan. Hi. Hi. Oh, Leute, ich hab eine Katze. Ja, und du hast einen leeren Auflieger bei mir. Das ist auch geil. Wir fahren, nach Osnabrück mal wieder. Ich fahre nach Osnabrück, beziehungsweise Jan fährt nach. Du fährst doch. Was? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ich nehme den nach Osnabrück. Wieso? Weil da fahre ich. Ja, das ist ja direkt, da fährst du ja vorbei dran. Echt? Aber man muss ja wieder warten. Der gibt doch ein bisschen viel Geld. Ein bisschen viel Geld. Ja, du brauchst Geld wahrscheinlich. Ja. Ich brauche mal wieder ein Level Up, Alter. Ja, und er fährt auf jeden Fall nach Dortmund. Ja. In Dortmund war ja die Stadt, wo es auf einem anderen Server Chaos war. Sowas Alter, von. Alter, keine Ahnung. Bin mal gespannt, wie das heute ist. Ja, hier waren gerade in der Stadt waren echt ein paar Dudes, ne? Viele Leute. Ja. Ja, aber trotzdem, ne? Kann man mal machen. Bin gespannt, wie viel jetzt gleich in Nordrhein-Westfalen da sein werden. Ich war ja vor ein paar Tagen in Gelsenkirchen. Weiß gar nicht, ob Gelsenkirchen mit dir dabei ist. Ich glaube nicht. Nee, glaube ich nicht. Unbedeutend, diese Stadt. Ja. Oh, jetzt beschleunige ich richtig hart mit meinem. Ich habe nur 8 Tonnen oder 9. Rückt. Ich habe mehr. Glaube ich. Weiß ja, bei mir, also wenn du einen leeren Auflieger hättest, dann eher. Ja. Bei dir ist ja anscheinend irgendwas drauf. Ja, bei mir ist also was drauf. Also natürlich könnt ihr auf beiden Sichten wieder natürlich angucken. Ganz genau. Beide Kanäle können auch beide abonnieren, denn es kommt ganz, ganz viel. Auch F1 und auch ETS. Fast jeden Tag jetzt auch ein Video auf deinem Zweitkanal. Wenn nicht sogar jeden Tag. Das ist total verrückt, das bedeutet so im Durchschnitt kommen 2 Videos insgesamt, weil halt eins auf dem Z-Kanal, eins auf dem Hauptkanal. Das ist krass. Das ist total verrückt. Und ihr könnt natürlich auch parallel gucken. Das ist auch ganz geil. Eigentlich so. Aus beiden Sichten. Wow, Alter, du hast dich gerade teleportiert. Ups. Alter. Ja, beinahe, hättest dich beinahe so in mich rein teleportiert. Das war halt richtig knapp. Ich habe so eine richtig schreckhafte Lenkbewegung gemacht. Nice, Leute, wir haben immer noch kein Thema. Schreibt mal was rein. Außerdem, du teleportierst dich gerade die ganze Zeit. Ich muss neben dir fahren, nicht hinter dir. Ich tue natürlich vorproduzieren. Aber ja, trotzdem. Könnt ihr gerne was reinschreiben. Ich weiß nicht, vielleicht ist mein Internet ein bisschen kackegal. Vielleicht deins, vielleicht liegt es am Server. Meins ist immer geil. Das sieht man vor allem bei SharePlay. Meins hat ja auch öfter mal Probleme. In letzter Zeit zumindest. Hab ist nicht ganz so geil. Ui. Ui. Hilfe. Ui. Oh Gott. Ah, boah! Du warst kurzzeitig in mir drin, in mich drin. In mich drin. Ah, oh, wie geil. Ja, das mach ich mit Absicht. So ein bisschen Alter. In dich reinbuggen. Oh, ich hab den Navi eigentlich auch gar nicht an. Den Navi, voila. Ich wurde geblitzt. Ich auch. Das musst du doch vorher sagen. Ja, es ging so schnell. Du warst doch. Ja, ich wurde gerade eben geblitzt. Wann soll ich das vorher sagen? Ich muss übrigens abfahren. Ja, das ist. Das musst du auch vorher sagen. Fahr bei der nächsten raus. Ah, nee, geht gar nicht. Du hättest auf die Autobahn fahren müssen. LOL, du musst zurückkommen. Bin ich nichts. Ich hab hier noch 200 Kilometer. Alter, da. Ich hab 300, das ist ein Ultra-Umweg, den ich jetzt hier mache. Ja, oder du fährst einfach. Aber dann ist halt doof, dann sind wir nicht beieinander. Kommst du zu mir? Du hast so einen Kack-Auftrag angenommen. Komm, ich grad durchgehend fahren entgegen der Fahrt Richtung Minus. Achso, du kommst zu mir, okay. Ja, offensichtlich. Dann warte ich. Okay, ich stell mich mal hier hin. Ich hab heute noch nichts gefrühstückt. Ich hole mir wenigstens mal was zu knabbern. Wo bist du denn gerade? Auf der Autobahn, irgendwo. In ja, Zickzack schon. Kurven. Ich komm gleich. Ich hör dich nicht mehr, tschüss. Einfach so.
Okay. Nochmal minus 80. Gönn ich mir. Hätte ich da jetzt... Ja, hätte ich. Da hätte ich eigentlich so fahren können und dann so und so. Egal. Oh, da kommt der einen entgegen. Falls jetzt auf der... Also ist ja... Ja, ich bekomme manchmal so minus 80 immer mal wieder alle paar Sekunden. Oh! Riese. Wo fährt der? Fährt der links oder fährt der rechts? Oh, hi, da bist du. Ich esse gerade noch ein bisschen Schokolade, Leute. Da bist du, ja. Jetzt ist es dumm, das Job. Das ist das Dümmste, was wir je gemacht haben. Ich bekomme so viel Minus. Oh nein, da kommt noch einer. Warte doch mal ein bisschen. Ich will hier weg. Ja, fahr einfach weiter, bis du irgendwie rüber kannst. Ja. Oh shit, Alter. You will be automated. Ich wurde gekickt. Bin im Ghost Mode. Oh, ich auch. Und jetzt bin ich wieder auf der richtigen Straßenseite. Wollt ihr mich verarschen? Aufliegerschaden 3. Was ist passiert? Wieso bin ich im Ghost Mode und wieso. Wurdest du jetzt auch gekickt? Ist der Server down? Kann sein. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch geleckt. Wollen wir stoppen jetzt irgendwie? Ja, ich fahre gerade hier zur Tankstelle raus. Hier ist eine Tankstelle. Also ich will nicht tanken, aber ich fahre hier raus, dass wir hier stehen bleiben. Oh, ich bleibe einfach mitten auf der Autobahn stehen. Ja, aber ich bin auch bei der Tankstelle. Ich bin gerade bei der Ausfahrt wieder von der Tankstelle. Ja. So, Leute, wir sind wieder auf dem Server. Wo bist du? Ah. Direkt hier. Ja, moin. Das war alles so geplant. Jetzt bist du auf der richtigen Seite und... Ich bin da im Ghost-Mode bin ich gerade. Ich kann nicht reinfahren. Echt? Also? Jetzt bin ich nicht mehr im Ghost-Mode. Jetzt kann ich nicht mehr nicht reinfahren. Ja, was mal lieber nicht das. Das ist ein kleiner Umweg, ja. Aber ist halt so, ne? Das bringt man nicht für Opfer. So, wieder beschleunigen hier mit meinem Knüppel. Fahr mir einfach hinterher, dann weißt du, wo du hin musst, ne? Ja, ich glaube, ich weiß auch so, wo ich hin muss. Du hast vor allem, du hast halt wenig Geld und fährst jetzt mir hinterher und verlierst dadurch Zeit und bist auf der falschen Spur gefahren, wie ich jetzt zum Beispiel gerade. Warum habe ich das getan? Weiß nicht, ich wollte das auch mal austesten. Voll witzig. Ja, ja, ich weiß. Hi. Achso, dafür hast du jetzt noch nicht mehr minus 80 bekommen, ne? Nee. Der Rabauke. So macht man das. Weißt du, bei mir kilometerlang kein weiteres Ding. Das will ich unbedingt sehen, vor allem wenn die dir entgegengekommen sind. Das eine Mal war ich knapp, der andere war nicht, aber das eine Mal war knapp. Da bin ich gespannt, unbedingt vorbeischauen, weil der wisst ihr Bescheid. Absolut. LOL Prank. Da ist ein LKW. Ja, ich weiß, der ist cool. Der steht aber nur da oben. Oben. Boah, wie wir hier ganz entspannt langfahren. Ah. Hier geht's wieder zurück nach Amsterdam. Wir sind gerade auch ein bisschen hin und her gefahren. Nur wegen schlagen hier jetzt eine andere Richtung ein. Also ich würde gern weiter nach unten, nach Bayern. Nach Italien oder so vielleicht mal. Das kann man machen, ja. So in die Richtung mal fahren. Eigentlich kann ich das Licht ausmachen. Oder nach Amerika. Nee, kann ich nicht. Nach Amerika können wir auch mal fahren, ja. Ja. Das wäre auch ganz witzig. Gucken wir mal, eigentlich. Jetzt sind wir wieder auf der A1. Wobei es heißt, der American Truck Simulator,
Aber da kann man nur in einem Bundesstaat fahren ohne DLC, das ist richtig dumm. Ja. Ne, man kann nur in mehreren, oder? Ich glaube nur, ich glaube, die Standard-Map ist, glaube ich, nur ein Bundesstaat. Also ich habe zumindest keine DLCs, glaube ich. Also es sind wenige, aber es sind, glaube ich, schon ein paar. Tja, die wollen halt auch das Geld, ne? Ja. Kennen sie nix. Noch 80 Kilometer. Ui. Kurve eng nehmen. Die noch enger. Ein bisschen links, rechts zum Reifen aufwärmen. Ja. Formel 1 kommt erst wieder. Das ist irgendwie, wann nehmen wir denn Formel 1 wieder auf? Ich will jetzt. Das macht voll Spaß. Ja, jetzt gerade ist echt Formel 1 mehr gut. Ja, jetzt sind wir auch krasser. Oh, da kommt einer. Hui. Ja, mal gucken. Wenn jetzt fast jeden Tag ein Video kommt, na, dann müssen wir bald wieder aufnehmen. Ja, ja. Also Leute, auf meinem Kanal kommt sogar noch mehr dann. Weil bei dir kommt ja dann manchmal auf dem Hauptkanal und auf dem Zweitkanal irgendwas zusammen. Und da ich ja nur einen Kanal habe, kommen dann sogar zwei Videos bei mir. Alter. Das wird zugeballert, ja. Ist verrückt. Ist wirklich verrückt. Wie schnell fährst du gerade? 110. Ich 99. Dann bremse ich. Nein, ich beschleunige doch. Jo, hab trotzdem gebremst. Jetzt überhole ich dich wieder. Du bremst aber zu stark, ey. Ich weiß, ich merk's. Das stimmt mit dir denn nicht. Aber ich fahr auch wieder schnell jetzt. Wir müssen hier eh abfahren. Hier müssen wir abfahren. Ist das ein Blitzer? Ja. Weiß ich nicht, ich wurde nicht geblitzt. Was? Ja, ich habe wahrscheinlich so arg abgebremst. Oh Mann, ey. Wurdest du geblitzt? Ja, ich wurde geblitzt. Das ist mies. 18.300 habe ich jetzt. Das ist mies. Osnabrück war ich schon mal? Ja, wir waren ja vorhin schon mal in Osnabrück, aber so im Allgemeinen nicht. Da kann ich jetzt nichts mit 110 reinbrettern. Oh, das ist knapp, gerade noch so gebremst. Ja, ich beeile mich jetzt mal kurz, ne, weil wir müssen ja dann direkt weiter. Beeil dich mal schneller. Ja, ich fahre immer noch 110. Jetzt nicht mehr, jetzt geht's runter. Zwar nur noch 100, aber... Oh, da muss ich rechts! Nee, das wird... Oh, doch, das geht noch. Ich dachte, das wird nichts mehr, aber da habe ich noch arg gebremst. Kein Problem für mich. So, hier zweimal links, dann passt die Sache. Ich glaube, ich habe tatsächlich beim letzten Mal auch genau hier abgeliefert. Das gibt's ja nicht. Ist krass, ja. Leider abgeliefert. Ich bin absoluter Profi. Heute Abend nehmen wir ein bisschen FIFA auf, da liefere ich natürlich auch ab. Also Leute, wer es unbedingt sehen will, wie ich abliefer, der muss mal die Daumen drücken, dass ich heute Abend gut spiele. Wir müssen bei mir noch um die Euroleague bangen. Ja, bei mir auch um die Champions League, also es ist beides nicht ganz so sicher. Bei mir ist, glaube ich, ein bisschen sicherer, weiß ich jetzt nicht genau, wie das war. Ja, ist es. Aber sicher ist es nicht. Die Gruppe ist ja krass, also mit Dortmund und Nizza und Barcelona. Mach mal schneller. Ich pack doch gerade einen, Junge. Ja, du brauchst aber so lang. Ja, wie schnell soll ich das denn machen? Guck mal, perfekt, Alter, zack. Uiuiui. Ich fahr schon mal. Ausgezeichnet. Perfekt in die richtige Richtung. Also ich muss jetzt gucken, ob ich irgendwas wieder hab. Ob ich da wieder einen Auftrag hätte, eventuell irgendwo. Stopp. Frachtmarkt. Und dann gucken wir mal. Du fährst nach Dortmund. Ja. Dann nehme ich einfach das nach Köln. Alter. Dann muss ich nicht lange rumsuchen.
Ist sogar krass, der Auflieger. Das hatte ich noch nie. Wirst du gleich impressed sein, Leute, ne? Boah, rückwärts fährt der LKW so langsam, ist so dumm. Das ist eine Frechheit. Ja, ich muss da so hart auf die Bremse drücken. Das ist so krass, die Bremse hat ja auch den meisten Widerstand. Das ist echt nicht einfach. Du stehst schon parat. Ich fahre schon ganz langsam wieder in Richtung Autobahn. Da, wo wir hergekommen sind, ne? Ja. Okay, perfekt. Mach wieder meine Reifen warm. Wenn ich gleich die maximale Haftung habe. Das ist wichtig. Ja. Kann passieren, dass hier mal ein Unfall kommt. So, ich guck mal, wie viele Tonnen ich habe. Das würde mich interessieren. So, ich warte hier an der Ampel. 22 Tonnen. Hier ist gerade sowieso rot wird. Hab ich gerochen. Bis dahin bin ich auch bei dir. Tempomaten wieder reinhauen. Ihr darf mal leider nur 60 fahren, das ist das Problem, sonst wäre ich schon da. Aber ich sehe dich da vorne, es ist immer noch rot. Es ist rot, jetzt wird es grün. Ja, das passt perfekt, guck mal. Ey, es ist so getimt wieder, ne? Es ist so krass, ich bin zwar ein bisschen schneller noch, aber es ist fast gut. Ey, sag mal. Ja, und jetzt, hä? Hi. Junge, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Ich dachte musst halt auch noch. Du nur bremsen oder? Nee, oder bist du ich drauf bin gefahren? Volle Kanne drauf gefahren. Aber sowas von. Habe ich bei mir nicht gemerkt. Also, ich habe halt gedacht, komm, er fährt bestimmt irgendwie rechts oder ich kann mich da irgendwie durchschlängeln, wenn er noch ein bisschen rechts fährt. Volle Kanne in der Mitte und bis ich dann gedacht habe, fuck, ich muss bremsen, war ich schon drin. Ja. Das war der Plan in der Mitte zu fahren. Ich habe 20% Schaden. Uiuiui. Jetzt fährt er einfach weg. Fahrerflucht begeht er auch noch. Ja, da kenne ich nichts. Oh Mann, jetzt kann ich mein Tempomat gar nicht drin lassen, weil das wahrscheinlich die ganze Zeit Motorfehlfunktion ist. Oh. Ach, Motorfehlfunktion. 20%. Wie weit hast du noch? 107 Kilometer. Okay. Dann machen wir das, dann fahre ich noch mit nach Dortmund und dann fahren wir noch nach Köln. Das war ein bisschen Umweg wieder, aber... Ja, ist ja voll lang dann. Ja, wie lange haben wir schon? Ich weiß es nicht. Ich habe ja durchgängig aufgenommen. Wir können auch beide uns trennen. Und dann nur nach Dortmund fahren und dann bei der nächsten auf... Oh shit, ich habe meinen Motor ausgeschaltet. Aber ja, wir nehmen ja jetzt dann nicht nochmal was auf. Ja, ich weiß. Macht ja nichts. Ich fahre dir was wieder hinten drauf. Ey, komm. Ja, weil ich meinen Motor ausgeschaltet habe. Ja, ich bin dir hinten drauf gefahren. Ich bin. Wieso bremst du nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin so tot jetzt. Ich kann nicht mehr, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, ich klemm hier in der. Ich klemm hier in der Leitplanke. Ich häng hier fest. Mann, Leute, was mache ich denn? Weißt du musst ich, mal bremsen. Ja, aber ich denke mir halt immer so, ah komm. Aber ich wollte den Auftrag abbrechen, das wollte ich nicht. Der ist ja voll im F1-Modus. Ich hab 50% Schaden, Alter. Ja, und der liefert mich nach Osnabrück. Ficken. Oh, komm, ey. Ja, ich dachte halt so, das macht schon nichts. Also du bist zwar langsam, aber bist du beschleunigt, bis ich da bin, ist kein Problem. Ich hab so ein bisschen abgebremst, aber nicht krass. Und dann kam ich immer näher, dann wollte ich immer stärker und dann war ich schon drin. Das beim ersten Mal war es halt mein Verschuld, weil ich da halt echt mit Absicht irgendwie nicht gebremst hat. Aber beim zweiten Mal, das war irgendwie jetzt... Ich bin einfach doof. Oh Gott, bis ich jetzt wieder zu dir komme, das ist doch unglaublich weit. Ja. Wie viel hast du noch? 57 Kilometer. Oh shit. Okay, wenn du aber. Oh Alter, hier sind richtig viele LKWs. Ja, in Dortmund halt wieder, ne? Nee, auf Autobahn gerade. Mann, ich wäre auch gerne in Dortmund gewesen jetzt. Wir machen es aber so, dass du, wenn du von Dortmund wieder. Also, wenn du in Dortmund warst, kommst du einfach wieder zurück zur Autobahn, wo du hergekommen bist. Hm. Weil ich muss dann von der Autobahn, muss ich dann rechts weg.
nach Köln und links weg nach Dortmund. So ein Bullshit. 9% Schaden am Auflieger, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Das hört sich nach einem Plan an. Wie sieht denn mein Auflieger aus? 3%. Oh, und meine Zugmaschine 7. Du hast mein LKW kaputt gemacht. Ich hatte 50! Komm, ey, du hast doch den Motor ausgeschaltet. Ja, aus Versehen. Ich weiß, ich bin, ey, also ganz ehrlich, ich bin unkonzentriert einfach gefahren. Ich bin halt einfach, natürlich hätte ich einfach bremsen können. Aber ich wollte nicht zu krass abbremsen und ja, dann bin ich halt einfach komisch weitergefahren. Klar, es ist meine Schuld, das ist komplett klar. Aber ja, nur deine Schuld. Absolut immer. Danke. Bitte. So, jetzt wieder hoch. Ich bin wieder auf der Autobahn. Hui. Autobahn. Du fährst jetzt wahrscheinlich runter. Oder bist schon runter? Ich bin schon runter. Oh Mann, ey. Wie viele Kilometer hast du noch? 200. Ich hatte vorhin irgendwie 30 mehr als du oder so. Ja. Und jetzt fangen wir wieder neu an. Hier war gerade der Crash. Ich wäre halt noch mitgefahren wegen Motorfehlfunktion, ist egal, aber er hat sich einfach in der Leitplanke aufgehangen. The fuck. Macht nix, kein Problem. Licht brauche ich jetzt auch nicht mehr anmachen, dann kann ich auch Lichthupe machen, das ist nice. Echt? Kann man ausmachen? Ja, das kann man ausmachen. Boah, das ist schon dann ziemlich dunkel. Nö, bei mir nicht. Bei mir schon. Braucht das Licht. Das ist Weltklasse bei mir. Ja, mal gucken, ob du das schaffst, aber ich denke schon, dass das machbar ist. Ich schau mal, wo. Jetzt gerade komme ich an. Okay, ja, dann fahr direkt drüber, dann. Ich schau mal, wann man für Dortmund ab hätte fahren müssen. Das ist ganz wichtig. Für Dortmund abfahren hätte müssen, das ist auch schön. Ja, ist doch so. Wenn man nach Dortmund will, wann man da ab hätte fahren müssen. Irgendwie ist doch nicht so geil. Ich bin gut in Deutsch und so. Okay, hier könnte man abfahren für Dortmund. So, bitte jetzt hier wieder ausgezeichnet, bitte. Zufriedenstellend nur. Ja, ich hab dich halt schon gerammt. Ja. I'm sorry. Oh, nächste Folge werde ich Level 9. Level 8. Cool, ich bin ungefähr Level 9000 irgendwas. Oh, es ist dumm einfach. Aber wie gesagt, das musste damals sein. Ich hätte zwar gerade kurz, dass mein Frachtmann wieder funktioniert. Ich hätte zwar nicht übertreiben müssen, aber ist halt so. Wenn du dir einen Wegpunkt machst nach Köln, wie viel Kilometer hast du denn noch? Das gucke ich mir gleich an. Wo ist denn Köln? Perfekt. Im Auftrag nach Köln. Recht jetzt? Ja. Alter. Oh, Blitzer, hi. Das wäre jetzt cool gewesen, hätte ich genau das, was ich hierher gefahren habe, wieder mitnehmen müssen nach Köln. Das hätte es die gehabt, aber leider nicht. So. Ich stehe hier an der Autobahn. Wie viel hast du noch? Wie viele Kilometer? Kann ich nicht sehen, weil ich meine Auflieger noch nicht. Ich stehe jetzt auf der Autobahn, ich bleibe hier einfach mal stehen. Ich denke, das sollte so passen. Hier ungefähr solltest du rauskommen. Wenn du genau hier rauskommst, wäre ich der absolute Babbo. Das einzige Problem ist, dass wir wahrscheinlich erst wieder in 1,5 Wochen aufnehmen. Und dann haben wir halt wieder so ungefähr 500 Stunden. Wieso? Wir fahren noch. Hä, nach Köln ist doch. Willst machen du noch wir doch fahren? Jetzt. Ja, klar. Mal, kriegen wir das noch in die Folge? Ich weiß nicht, wie lange die Folge ist. Das passt. Jetzt, also, das muss jetzt passen. Also, sag, sonst hätte ich mir das nicht geholt. Ich weiß unbedingt, wie viel du noch hast. 128. Ah, okay, dann bist du auf jeden Fall noch ein Stück entfernt. Und sag, wenn du kurz vor der Autobahn bist.
bleib jetzt einfach mal hier. Ich gehe mal davon aus, dass du hier irgendwo rauskommst. Irgendwo muss ja, ne? Irgendwo, ja. Leute, 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 hier warten auf Jan. Ich glaube, komm eine Ausfahrt hinter dir raus. Bist du auf der Autobahn? Sag, wenn du drauf fährst. Nein, noch nicht. Aber ich fahre gerade in die richtige Richtung schon mal. Das klingt gut. Sag, wenn du drauf bist. Totenstille. Keiner lacht. Jan hat einen Witz gemacht. Wo bist du denn? Wie viele Kilometer? Also 111 und ich fahre jetzt gerade auf die Autobahn. Boah, dann müsstest du aber bei mir sein. Oder die eine hinter mir kann sein auch, ja. Ich habe ja gesagt, dass ich eine hinter also dir bin. Eine hinter mir? Ja, oder? Ich bin eine hinter dir. Soll ich fahren? Jo, ich geb Gas. Kein Problem. Radarkontrolle. Das, Alter, das ist. Naja, hier war. Alter. So, Tempomaten wieder arbeiten lassen. Ist auf jeden Fall geil. Zack. Lego. Wie schnell fährst du gerade? 60. Jeder, du fährst mir weg. Wie viel fährst du? 74. Okay, dann bremse ich. Wie du deine Pedalen einfach nicht benutzt. Immer das mit diesem Ding da. Ich finde das entspannter. Vor allem für... Für Auto. Du machst das nicht in F1. Ja, also. Nee, F1 ist viel cooler, das zu nutzen. Also jetzt so vom Coolen her, ne? Vom Coolen, ja, gib mal Gas. Ich müsste die abfahren, ne? Ja, ich auch. Okay, ja, dann passt ja. Ja, wir fahren ja beide nach Köln. Jetzt maul mich hier aber nicht blöd an, ne? Oh, das ist ja Holz, ja richtig. Ja, ich hab gesagt, ich hab eigentlich voll einen coolen Auflieger und dann habe ich mich zweimal gecrashed. Oh Mann. Das war traurig. Ja, aber es gibt ja noch eine Ausfahrt für Köln, deswegen dachte ich nur, man weiß nicht. Nee. Ne? Aber ist cool, dass du auch hier hinfährst. Ja. Links überholen. Oh, Alter. Das wird knapp, aber. 11% Schaden. Echt? Ja, du bist einfach vor mir rübergezogen. Aber bin ich in dich rein? Echt? Ja. Ups, lol. Jetzt hast du es zurückbekommen, oh rot. Aber ich habe nichts bekommen. Oh, minus 280. Ich habe nichts bekommen, es war noch Geld bei mir. Oh ja. Nein, das tut mir ultra leid. Aber was, ich dachte, also aus meiner Perspektive sah es auch gar nicht so aus, als hätte ich dich angeditschelt. Also jetzt ist mir klar, dass du hier nebeneinander bist, neben mir bist, aber vorhin saß echt... Nee, ich bin gerade nicht neben dir, hinter dir. Ja, nicht ganz hinter mir. Wenn ich könnte nicht rüberfahren. Ja, das ist korrekt. Ja, eben, das meine ich. Ja, das meine ich auch. Aber vorhin, da sah es so aus, als könnte ich rüberfahren. Ja, das hat anscheinend nicht funktioniert, ne? Offensichtlich. Es tut mir leid. Oh Mann. 11% ist ja nichts Schlimmes. Nee, bei deinem momentanen, ja, Reichtum, Vermögenswert, ja, absolutes Dings. Reichtum. Ich trete gerade übrigens mit den Pedalen. Ich auch. Also ich habe die Kupplung gerade nicht aktiviert. Aktiviert. Richtig nice. 20 Kilometer. Aber das ist ja auch nicht die Kupplung, das ist ja die Gangschaltung. Die Kupplung ist ja das ganz linke Pedal. Schaltung, Mann. Oh, ist rot.
Ui. Alter, das war eine perfekte Bremsung. Ja, ich bin Junge, auch perfekt drüber direkt gefahren. Direkt auf der weißen Linie gehalten. Bin auch perfekt drüber gefahren. Ich hätte kein bisschen später bremsen dürfen. Ja, mal grün, du doofes Ding. Oh, der wurde direkt grün. Alter, was für ein Timing. Sonst hätte ich und wahrscheinlich Geld von mir kassiert. Wieder rot, wenn ich ankomme. Sonst hätte ich Geld kassiert. Jetzt muss ich bezahlen. Geldstrafe hier. Ist nice. Ja. Hier war ich auch schon mal. Hier war ich tatsächlich schon mal. Hier habe ich mal was abgeholt. Ja, ich war da auch schon. Ja, genau bei dem Händler meine ich. Und da liefere ich jetzt wieder hin. Wieder was anderes, klar, aber. Kommt mal, fährt man durch Köln rein, da sagt piep, 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 piep. Die ganze Zeit Geld bußen. Ups. So, dann machen wir noch schnell einparken hier. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lange die Folge gerade ist. Ich nehme das ja durchgängig auf und wir haben schon ein, zwei Mal cutten müssen. Kein Plan. Insgesamt haben wir jetzt 1,5 Stunden fast. Doofe rote Ampel, ja. Ach du Scheiße, jetzt will der den hier stehen haben. Leck mich doch am Arsch. So, oh, du bist beim selben, wo ich auch hin muss. Echt jetzt? Ja. Ah, cool, Alter, wow. Das waren wir heute voll oft. Oh, scheiße. Wir waren heute voll oft beim selben. Och, immer ist hier rot. Leute, ich sehe nicht mal, wo ich hinfahre. Die Folge wird richtig lang. Ja, ja, glaube ich auch. Ja, du hast gesagt, wir fahren noch. Ja, weil ich Geld haben wollte. Und dann habe ich dich gerammt. Ja. Ja, es tut mir leid. Und ich werde vielleicht dann doch ja noch diese Folge level up. Was für krass. Ey, nächste Ampel, ey, wieso gibt... Alter. Ich bin schon hier am Einparken und ich muss sagen, das war echt nicht schlecht gemacht. Aber wenn ich immer über Rot also, fahren würde... Also, Props an mich, wer das gesehen hat, erstmal Like geben. Mein Einpark-Dings da war gerade echt nice. Also, so krass einparken. Wow. Ne, so krass war es doch nicht, aber es ist okay, also gut geparkt auf jeden Fall. Zeig dir gleich mal, wie war nicht einfach, so rückwärts hier rein, wo ich da stehe. War crazy. Annehmbar. Jetzt mich verarschen. Annehmbar. So. Alter. So, ich bleib. Ich will auf jeden Fall auch wieder heftiges einparken. Ich bleib hier und guck mir das an, wie du einparkst. Ach, du parkst nur hier vor. Ja, das ist ganz schwer, habe ich genommen. Echt? Ja. Ja, dann parkst du vielleicht da, wo ich park. Nee, hier. Also das, mal. Das ist doch das einfach, was laberst du? Nein, 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 das ist ganz schwer. Hier ist ganz schwer. Oh shit. Ich stell mich doof an. Scheiße. Ich dreh mal, ich will das Spektakel sehen. Oh scheiße, hier ist eine Mauer. Jetzt ist der Spiegel direkt davor. Wieso funktioniert das nicht? Junge, wie. Was machst du denn? Ich fahre nochmal zurück. Will ja nicht sein. Also Leute, musst du das angucken, wie ich geparkt habe. Das war gar nicht so einfach. Ja, meint es auch. Wie gesagt, das ist ganz schwer. Ja. Ultra, ich merke schon. Ich bezweifle, dass du es jetzt besser machst, weil du bist genauso wieder angefahren, wie du rückwärts gefahren bist. Ja, das war echt. So, jetzt, ey, wann? Ich sehe halt den Ding nicht, wo du hinparken musst. Das wäre witzig. Go, was Jan, du? Go. Mann. Oh Gott, als ob du nicht mehr das Einfachste schaffst, hä? Doch, normalerweise immer First Try, aber... Das ist der Vorführeffekt, ja, weil ich die hier auch zuschaue, ne? Nee, das ist gerade einfach nur doof. Ich finde das so geil. Ach komm, ey. Kannst du es nie überspringen? Nee, ich mach das jetzt.
Absolut. Die Folge wird noch länger. Kein Problem für mich. Jetzt sieht's aber gut aus. Ich habe zwar keine Ahnung, wo diese Balken sind, aber jetzt bist du gerade auf jeden Fall. Relativ. Ja, jetzt wärst du wieder kommen. Jetzt. Das, ich warte gerade grün, ey. Aber das ist... bisschen komisch. Ja, das stimmt so überhaupt nicht überein, Alter. Dieses Ding, deswegen, ich hatte schon fünfmal, sah es besser aus, aber... Tja. Aber ja, zufriedenstellend nur, ey. Mann. Ups. Und, Alter, das hat aber wenig Erfahrung gegeben. Egal. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Eine Bewertung wäre geil. Und jetzt, rein. Ciao.